Ja, soweit die Füße tragen, sie tragen uns heute zu Endura, in einen der Messehallen. Und zu meiner Rechten steht ein junges, neues Gesicht hier aus der Bikebranche. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wie du heißt und was du bei Endura machst. Also ich bin der Chris und bei Endura bin ich fürs Marketing im deutschsprachigen Raum zuständig. Und ja, würde euch gerne ein paar Neuheiten fürs nächste Jahr zeigen. Ja, dann knall mal das erste Ding raus. Hier hängt schon was. Sag doch mal, was das Ding kann und was es nachher kostet. Also es ist der MT500 Onesie. Was es kann, ist mal ganz klar die technischen Details. Wir haben eine 18.000er Wassersäule, 64.000er Atmungsaktivität, was am Markt schon so, glaube ich, nicht so ganz zu finden ist. Ansonsten, was jetzt dennoch besonders macht, ist, dass er vorne zweigeteilt ist. Das ist zum einen, damit man eine bessere Passform hat, weil wenn man sie nach vorne beugt, hat man sonst diese Bubble vorne. Und ja, die ganzen Features, die könnt ihr dann entdecken, wenn es im Laden holt. Ja, ziemlich geil. Ist anscheinend ein Megatrend, irgendwie so einen One-Seat zu haben, der vorne vielleicht auch offen ist. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, was du hast. Was habt ihr noch? Wir haben ja die Effortons jetzt seit kurzem unter Vertrag, was uns einen riesen Push gibt in Richtung Downhill. Also die haben einfach einen riesen Know-how. Und da haben wir jetzt die Kombi überarbeitet. Wir haben die Hose komplett neu gestaltet, ist ein bisschen enger geworden, weil eben auch im Downhill-Bereich der Trend eher Richtung aerodynamischere Outfits geht. Und arbeiten da jetzt einfach auch mit neuen Stoffen und das ist in sehr engem Austausch mit den Effortons. Und ich glaube, da kommt noch einiges. Ja, jetzt ist natürlich hier die Puppe angezogen wie die Essaten, aber mit so einem Helm fahren die ja nicht down. Habt ihr da noch irgendwas? Ja, warte mal, wo ist denn jetzt der Helm? Wo ist denn jetzt der Helm? Ah, ja, cool. Ist jetzt noch ein 3D-Print, also der sieht sicher noch ein bisschen klobig aus als dann das Endprodukt und ist ja jetzt nur sehr, sehr schwer. Aber wir haben jetzt den Fullface-Helm am Weg, er wird auf jeden Fall Enduro zertifiziert, wir arbeiten auch an der Downhill-Zertifizierung. Vorne der Kinnbügel ist fix drauf, man hat aber dafür große Lufteinlässe, damit man trotzdem atmen kann und den eigentlich so den ganzen Tag tragen könnte, wenn man jetzt Enduro-Rennen fährt oder so. Highlight bei dem ist für uns wieder das Corad-Material, ist Thema Sicherheit und ja, wird sicher eine gute Geschichte für uns. Ja, ziemlich cool, gute Sachen für Regen, für gut aussehen auf der Strecke wie die Essaten und was für ein Kopf oben. Ne? Ich sage ja, man kann ja mal was von oben kommen, dafür brauchen wir uns was. Ja, vielen Dank, dass wir hier waren und die Sachen hier gesehen haben. Endura nach wie vor immer super innovativ, ganz weit vorne und mit tollen Lösungen. Ich gehe davon aus, dass das Zeug sich gut trägt und natürlich auch Wasser abhält oder man auf der Strecke gut aussieht. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Schaut auf www.mtb News, guckt euch alles an. Danke an dich, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Bis dahin, tschüss.